Und ja. Hallo meine Bananas, auch an YouTube. Na, wie geht's euch? Ja, wir machen ein paar Runden, fahren halt eben Stream nur eine Stunde. Dass wir das Spiel eigentlich mal zu Ende kriegen hier. Fortsetzen. Dass ich eigentlich mal mit Heavy Rain und den ganzen anfangen kann. Ich will mich echt mal langsam freuen. Ich glaube, ich muss aber hier das Spiel ein bisschen wieder lauter machen. Och nee. Ich bin in dieser scheiß Szene hier. Och nö. Müssen wir ein bisschen hackelig hier. So. So, nochmal. Hallo meine Bananas! Na, wie geht's euch? Ja, wir machen mal weiter wieder mit Fahrenheit. Sind das letzte Mal hier ja gewesen, um zu reinzukommen. Was zum Teufel habt ihr auf diese Zeit? Ja. Ich hoffe, ich schaffe das. So. Ich hasse das. Mit den kleinen Jungen da. Es ist echt schwer. Ich habe das erste Mal so rumgefummelt dran. Hey Jules, servus! Dein Kommando, Jules. Tut mir leid, Jules, ich hab. Mein Handy ist alle, deswegen kann ich nicht WhatsApp schreiben oder so. Und ich kann auch kein Twitter machen, weil ich muss dann noch mal in den Triebwagen mein Ladekabel holen. Ich hab nicht meins, keine Ahnung wo, ich hab's verloren. Whatever, I don't know. Aber ja. Ja, Jules, ich muss jetzt schauen wegen morgen, wo wir gesagt haben, Uncharted. Nochmal, weil, wir haben jetzt da noch mal die Gruppe HP gekriegt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es schaffe, früh genug rauszukommen. Ich muss da schauen. Okay. Tut mir echt leid, aber. Work, gleich wieder zu. Boah, da hab ich jetzt gesehen. Ich hab's gar nicht gesehen, ey. Genau, was ich noch fragen wollte, Schutz, wann machst du immer Mitarbeiter Zuschauer des Monats? Anfang oder so am Ende? Machst du dieses Monat schon? Oder das nächste Monat? Alles Fragen über Fragen habe ich hier. So. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt gesehen hat, aber. Ach so. Hier jetzt so gerade sieht ich mir kein einziger. Aber wir können das gerne am Mittwoch machen. Wo sieht er mich? Wo sieht er mich, der Arsch? Oh Gott, wer habt ihr mit? Ja, also. Wir können das aber gerne am Mittwoch machen. Nachmittag, das habe ich auch frei. Oder wir warten jetzt einfach auf meinen Urlaub, wie du willst. Verstehe das nicht. Dass er mich hier sieht. Da kann mich. Oh mein. Hat anscheinend, dass das Spiel ihr einfach Wände macht, wo ich einfach nicht weiter kann. Machst du das? Jules, bist du noch da? Wenn du nicht schreibst? Oder schreibst du gerade einen Text? Oder schon machst du gerade Werbung? Dann sage ich Dankeschön mal voraus. Oh, Mund ist so trocken. Keine Ahnung, was schön ist, was denn da, was habt ihr denn zu suchen? Typische Sprüche. Boah, das war's knapp.
Ich weiß nicht, wo der mich sieht, aber er sieht mich auf alle Fälle irgendwo. Das kriege ich echt so langsam. Echt, das ist Spiel, anstatt das ist Spiel. Ah, das Spiel bei dieser Szene, wo ich so. Ich renn genau rein. Okay. He's gone. Alter, was mir... Das kotzt mich so langsam an. Aber ich könnte jetzt so geradeaus gehen vielleicht. Also nochmal. Nochmal. Weil es so schön ist. Ich bin irgendwie voll müde jetzt gerade, weiß auch nicht warum. Nein! Das ist für eine scheiß Szene, ey. Kann man nicht lassen. Vorspulen irgendwo. Weißt du, was du noch machen könntest, Schulz, für die Kommandos bei Angebot so, böse. Oder Telefonleuten oder so irgendwas. What? Komm, schieß gleich links rein, ey. Leute. Ihr macht mit fertig. Aber da von mir aus nur den gebannt gibt es ein Timeout von mir. Denn ja, ich entscheide das selber. So. Das könnte ich auch rennen. Oder? So. Scheiße! Wollt ihr mich immer sehen? Ich verstehe das nicht. Muss ich von. Danke, Jules, fürs Host. Verstehe das aber nicht. Ja, ich habe das geschafft letztes Mal. Ja. Vielen Dank, Jules. Ja, ich muss noch mal in die Arbeit fahren, das ist scheiße. Was ist denn der Lukas? Hast du alles noch gehört, Schulz, oder hast du schon nicht mehr gehört? Okay, jetzt bin ich hier. Ja. Ich suche einen Appel. Wir haben keine Ahnung, wissen nicht schon, dass wir hier sind. Markus!
Okay. Um ungesehen zu der Halle zu gelangen, gibt's nur eins. Am Telefonmast hoch. Dass ich morgen wahrscheinlich arbeiten muss. Bis 3 und 4, weiß ich nicht, und dann wieder auf 5 arbeiten muss. Ich versuche seinen Blick woanders hinzulegen. Und du, eins, du kletterst den Mist. Ich versuche dir möglichst viel Zeit zu verschaffen. Okay, aber wie kommst du rein? Ich warte zu Hause auf dich. Du erzählst mir alles, wenn du zurück bist. Suchen wir wenigstens, ob in der Halle wirklich eine. Aber wir können, wie gesagt, Mittwoch machen. Das wäre doch schon eine gute Ablenkung. Oder nicht? Ich würde es immer machen. Ich will mich darstellen und sagen. Was machen? Ja, Mittwoch, Jules, hast du. Was ist los? Hörst du nichts mehr? Was machen kommt wie so eine Oma so. Was machen? Was? Blatter da schauen. Geil, die können durch die Wand leuchten. Geil. Nee, was genau Mittwoch? Ja, Uncharted haben wir ja gesagt, machen wir mal. Oder jetzt nicht mehr. Wir haben gesagt, morgen machen wir Uncharted, aber mir geht's vielleicht morgen nicht. Und. Wie mache ich ein Geräusch bitte? Achso, was ist los, Jules? Du wirkst so angebissen irgendwie. Oder kommt es mir nur so vor? Oder bist du müde? Was willst du denn für ein Geräusch will denn da machen? Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, du bist heute ein bisschen, du wirkst ein bisschen verärgert gerade. Also du wirkst verärgert, als wäre irgendwas passiert oder so. Die Karte ist nicht eingezeichnet. Ist ein bisschen unfair gerade. Es nervt mich. 40 Minuten Spielchen, das nervt mich. Ein Scheiß hier. Weil ich ja nicht weiß eigentlich, was ich tun muss. Was er möchte tun. Nein, ich weiß, dass er sie ablenken möchte, aber wie möchte er sie ablenken? Ich will ins Auto steigen und losfahren. Ja, alles gut, okay. Okay, nein, du wirkst nur so. Tut mir leid, also ich. Bist du sicher? Du wirkst gerade nur so. Wie gesagt, Schuss, du kannst mir alles schreiben, ne? Apropos, du merkst, da war es, dass ich dein SMS gekriegt hat an WhatsApp, war das letzte. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut, das mit Elena und Uncharted. Und ich weiß nicht, hast du jetzt extra Order gemacht für unsere Coop-Action oder. Ich würde sowas machen, zum Beispiel Coop-Action oder so. Huh.
hast du hier verloren? Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen. Sie saß auf dem Mülleimer, aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Du bist einer von den Hanks, oder? Geh nach Hause, Junge. Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Und meine Katze, Sir? Die finden wir morgen. Jetzt gehst du... Keine Bewegung oder ich schieße. Scheiße, ich bin falsch gelaufen, glaube ich. Ich finde die Stimme so gut. Was ist da? Bleibt ihr das alles nicht zu suchen? So. Nochmal. Let it be, let it be, oh, let it be, oh, let it be. Du. Hä? Sie ist mir entlaufen. Sie sitzt auf dem Mülleimer. Aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Du bist einer von den Canes, oder? Geh nach Hause, Junge. Du solltest diese Zeit nicht allein. Geh nach Hause, Junge. Oder eine Katze, Sir? Keine Bewegung oder ich schiebe. Was zum Teufel hat hier auf die. Davor ging es auch so. Da soll das Spiel wenigstens fair sein und einfach, keine Ahnung, vorspulen. Let it be, oh, let it be. Zack. Jetzt bist du dran, Lukas. Da schaut ja einer her. Was du hier? Ich finde es. Aber ich will nicht. Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen. Sie saß auf dem Müller. Das heißt, das aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Du bist einer von den Canes, oder? Geh nach Hause, Junge. Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Geh nach Hause, Junge. Die finden wir morgen. Jetzt gehst du mal nach Hause. Die noch her sitzt. Ja, toll. Das sieht mir. Ich weiß noch nie, wohin dann, was soll das? Spiel sagt ja, du musst da den Turm rauf, aber komm irgendwie nicht drauf. Ihr drückt quasi Schranken. Ich komme nicht vorbei. Verstehe das nicht. Und da hinten kam ich auch nicht rein. Du bist einer von den Canes, oder? Geh nach Hause, Junge. Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Und meine Katze, Sir? Die finden wir morgen. Jetzt gehst du erstmal nach Hause. So. Aha. Zack, 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 zack. Okay. Ja, genau, ich habe ja schon mehr Geschichte erfahren. Halt, HD-Version für PS4. Hätte ich doch das nur gewusst. Hätte ich das gemacht? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Huch! Schafft noch.
Ich hätte vielleicht ein bisschen gewartet mit der HD-Version, also hätte ich ein bisschen gewartet mit den ganzen Versionen von Quantic Streams mache, aber ja. Ich dachte mir dann, ja, egal. Kann ich ja Schulz machen? Ja, es geht ja nicht. Also ich muss sagen, ich als Junge war nicht so sportlich, ne? Also Respekt an die Jungs. Also den Lukas, der war dieses Jahres schon sehr sportlich hier. Was mache ich? Ja, ich habe ja wegen du hast mir gesagt, die Wahreinheit, es war halt als HD-Version rauskommt. Und ich habe dann gesagt, ich mach's aber so und du könntest, wenn du willst, dann die HD-Version machen. Und du sagtest, du kaufst sie dir. Rauf. Okay. Was hat er gesehen? Das sehen Sie natürlich jetzt noch nicht. Gut, sehr gut. Und jetzt müssen Sie so schnell wie möglich das Indigo. Verstehst du mich heute nicht, Schulz? Oder ich bin nicht schlecht zu hören? Du bist doch jetzt offline, okay. Ne, ich sag nur, also wie du willst. Was ist das? Ich erzähle niemandem, nicht mal teilen. Alles, was ich wusste, war, dass ich zum Grab von Tiffany Harper kommen sollte, die am gleichen Morgen beigesetzt worden war. Ja, weil du gefragt hast, ob du noch mal hören kannst. Was? Ist sie tot, oder was? Sicher das, ja. Sie war ein guter Mensch. Sie hatte mit all dem nichts zu tun. Oh. Vertrauen? Sie haben Nerven, Herr Kane. Um mich anzurufen und ein Treffen zu vereinbaren, wo Ihnen jeder Bulle auf der Spur ist. Ich bin perplex. Ihre Untersuchung enthält viel zu viel. Oh, er sieht aus. Als dass Sie die offizielle Version glauben würden. Sie sind hier, weil Sie hoffen, von mir Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen. Ich seh's. Sein Atem erzeugt keinen Dampf. Als sei er von vornherein kalt. Ja und? Wer ist da der Mörder? Ich weiß nicht, wie er heißt. Es weiß vielleicht überhaupt kein lebendes Wesen. Alles, was ich weiß, ist, dass er ein Maya-Orakel ist. Der die Fähigkeit hat, jede Erinnerung bei denen auszutauschen, die ihn gesehen haben. Warum will er all diese Leute? Hast du dich echt tot, oder? Er benutzt dieses Ritual, um ein Medium zu suchen, das Indigo gibt. Indigo Kind? Ich weiß nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass das Kind etwas Besonderes ist und das Schicksal der Menschheit von ihr abhängt. Das Orakel arbeitet nicht allein. Er ist Teil eines Geheimclans, der nur Mächtigsten der Mächtigen vereint. Ihre Macht kennt keine Grenzen und sie werden alles tun, um das Indigo Kind zu finden. Ist es der Orangen Clan? Sie kennen ihn schon? Ich besuchte einen der Mörder in einer Anstalt. Er erzählte mir davon. Schließlich zusammen, yay! Aber seine Geschichte ist stimmig und passt.
Und Sie? Lucas. Welche Rolle spielen Sie dabei? Ich wurde nur zufällig ein Opfer des Orakels. Sonst nichts. Es gab andere Morde. Stimmt's? Das Orakel wartet bereits seit über 2000 Jahren auf das Interview. Aber ohne zu viel Rang und ohne Wurm. Deswegen musste er regelmäßig Opferrituale vollbringen, um sie zu finden, sobald sie zur Welt kam. Quelle. Ich weiß es. Die Frage lautet nicht, ob das, was ich sage, wahr oder falsch ist. Sie lautet, werden Sie mir helfen? Helfen? Wieso Ihnen helfen? Aus dem gleichen Grund, aus dem Sie heute hierher kamen, ohne Alarm zu schlagen. Weil Sie wissen, dass ich die Wahrheit sage. Wenn wir nicht sofort was unternehmen, wird die Kälte den gesamten Planeten überziehen und uns mit ihm. Selbst wenn Sie recht hätten, was können wir schon tun? Niemand wird uns das glauben. Und wenn das Orakel all diese Kräfte besitzt, wie sollen wir es dann aufhalten? Indem wir das Indigo-Kind vor ihm finden und in Sicherheit bringen. Wissen Sie, wo sie ist? Noch nicht, aber sicher bald. Ich kann durch die Augen des Orakels seine Visionen sehen und werde wissen, wo sie ist. Das ist doch total verrückt. Ich kann kaum glauben, dass ich hier sitze und mit einem mutmaßlichen Mörder, dem das ganze Land fahndet, über die Rettung der Welt rede. Die Wahl liegt ganz allein bei Ihnen. Sie können mich festnehmen oder aber mir vertraut helfen, das Kind zu retten. Entscheiden Sie sich aber schnell. Die Zeit. Ey, es war schnell. Sie sind also entweder verrückt oder sowas wie ein Held. Keins von beiden. Nur im falschen Moment, am falschen Ort. Am falschen Ort. Seine Hand. Yes. Eiskalt. Ja. Oh, heute ist Game of Thrones, ne? Ich muss doch Game of Thrones schauen. Ja Leute, warten wir kurz. Ich mache mal kurz einen Kaffee. Ich komme gleich. 2 Minuten.